Ja, hey Leute, und es gibt mal endlich wieder ein neues Video zum Java-Tutorial. Und auch hier werde ich jetzt jeden Freitag mindestens ein Video zu Java posten. Ja, wenn du vielleicht einen anderen Tag in der Vorstellung hast oder eine Zeitdauer oder so, dann poste das einfach mal in die Kommentare, was du davon hältst. Ansonsten würde ich jetzt direkt mal weitermachen mit Java. Und zwar stelle ich hier mal ein neues Projekt, weil die Videos, die du vorher gesehen hast, die waren aus meinem Udemy-Java-Kurs, den ich für Udemy erstellt habe. Und das waren noch so die alten Videos, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, die Schrift etc. ist ein bisschen kleiner und bevor ich die Videos weggeschmissen, ja, bevor ich die Videos weggeschmissen hätte, dachte ich mir halt, ja gut, dann lädst du die halt bei YouTube hoch. Und deswegen erstelle ich immer ein neues Java-Projekt. Das geht ja immer wieder auf dieses Dreieck. Deswegen nenne ich das Ganze jetzt einfach mal YouTube-Java. Ich nutze hier noch die Java SE Standard Edition. Also SE ist die Abkürzung für Standard Edition 1.8. Das ist halt die Version, die 8er Version von Java. So, jetzt haben wir hier das Projekt. Und ich klicke hier mal Rechtsklick drauf, New und Class. Und ich nenne die Klasse jetzt mal if-else, weil wir jetzt uns die Thematik mal angucken mit diesen zwei Schlüsselwörtern if und else. Ne? If kann man sich übersetzen als falls oder viele übersetzen das als wenn und else als ansonsten. Und wir brauchen hier unsere Public Static Void Main, denn das ist unsere Methode, ja, wo das eigentliche Programm quasi erstellt wird. Und wir klicken mal auf Finish. Und ich habe das hier nochmal in Kommentare hingeschrieben. Halt, if kann man sich eben als falls oder wenn übersetzen und else als ansonsten. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken, wofür braucht man dieses if-else denn überhaupt zum Beispiel. Nehmen wir mal an, du programmierst ein Spiel und dort gibt es einen Highscore. Ja, der Spieler kann dann, vielleicht kennst du das ja zum Beispiel von Angry Birds oder sowas, dann hast du ja am Ende, werden ja diese ganzen Punkte zusammengezählt und dann steht da eben, wenn du 10.000 oder im Hintergrund guckt das Programm halt. Falls der User diese 10.000 Punkte erreicht hat, dann kriegst du nur einen Stern. Falls du jetzt zum Beispiel 20.000 erreicht hast, kriegst du zwei Sterne. Und falls du über 30.000 Punkte erreicht hast, kriegst du eben diese drei Sterne und kriegst halt irgendeinen Bonus. Und genau das wollen wir uns mal ganz kurz angucken, wie diese Logik hinter diesem if-else ist. Davor wollen wir eine Variable erstellen. Das ging ja mal wie folgt, das habe ich hier nochmal hingeschrieben. Wir definieren einen Datentyp, dann einen Variablen-Namen, zum Beispiel high. Score. So. Denkt dran, immer diese Camel-Case-Schreibweise, wenn das aus zwei Wörtern besteht, so eine Variable, dann immer das zweite Wort dann eben groß oder das dritte Wort wäre dann eben nochmal groß. Ne, und Variablenamen am Anfang immer klein. Und wir machen jetzt mal einen Wert, du hast eben das Spiel gespielt und dann steht da, nehmen wir mal an, 4000. Das ist jetzt dein Highscore. Und jetzt müssen wir diese Logik eben implementieren, so nennt man das, implementieren, müssen wir eben hinschreiben, die eben checkt, hey, wie viele Punkte hast du? Und je nachdem, wie viele Punkte du hast, kriegst du halt eben Sterne oder eben diese Bonuspunkte oder was auch immer. Und das geht wie folgt: if, Klammer auf, Klammer zu, if, hier steht jetzt die Bedingung, wir machen zum Beispiel mal high score, drücken Enter, gleich 5000, öffnen hier unseren Anweisungsblock und schreiben einfach mal hin sysout. Und schreiben hier rein, du erhältst zwei Sterne. Irgendwie sowas. So, wie ist jetzt der Ablauf? Hier vorne haben wir dieses Schlüsselwort if. Schlüsselwort, weil das eben hier wieder so pink gemacht wird. Das sind halt so programmtechnische Wörter. Und hier steht jetzt quasi, kann man es ja so übersetzen, falls hier in dieser Klammer steht die Bedingung. Und was ist die Bedingung? Falls der Highscore gleich gleich, das ist der Gleichoperator. Falls der Highscore gleich 5000 ist, dann wird diese ganze Bedingung hier true, also wahr, und dann gehen wir hier in diesen Anweisungsblock. Und dann wird alles, was in diesem Anweisungsblock steht, eben ausgeführt. Momentan steht jetzt hier nur so ein Befehl für die Konsolenausgabe, aber hier könnte noch alles Mögliche drin stehen. Ja, geh ins nächste Level, laden Endgegner, kriegt ein Bonusleben etc. Es geht wirklich nur um diese Logik zu verstehen, dass hier immer steht, falls hier in dieser Klammer auf Klammer zu steht immer die Bedingung. Und ganz wichtig, diese Bedingung kann entweder wahr werden, also true auf Englisch, das vielleicht mal hin, die kann entweder true werden, nicht, also nicht wahr. Letztendlich steht hier drin entweder ein true oder ein false. Diese Bedingung hier, die wird überprüft und wenn die wahr ist, ist es ja ein True. Und genau dann gehen wir in diesen Anweisungsblock und dann wird alles ausgeführt. Und wenn hier ein False steht,
Dann wird hier nicht reingegangen und das ausgeführt. Und dann können wir eine Alternative sagen. Dann können wir zum Beispiel hinschreiben, else. Also ansonsten, wenn das hier nicht true wird, ansonsten führe das Zeug aus, was hier in diesem Anweisungsblock steht. Dann können wir zum Beispiel mal hinschreiben, sysout. Deine Punkte reichen nicht für 2 Sterne. Sowas zum Beispiel. Ja, wir können das jetzt mal hier auf One drücken. Dann sehen wir eben, die Punkte reichen eben nicht, weil der Highscore, du hast nur 4000 geschafft. Jetzt spielst du das Ganze nochmal, drückst auf den Wiederholungsbutton. Ja, das wäre auch wieder so eine Sache für ein If-Ding. Falls der User auf den Wiederholungsbutton drückt, lad das Level neu zum Beispiel. Drücken wir mal auf One. Und wir sehen, jetzt kommt eben diese Ausgabe, du erhältst 2 Sterne, weil diese Bedingung hier zwischen diesen Klammern eben wahr wird, also true. Ja, und wofür könnte man das in der Praxis nutzen? Da ich jetzt mit Java noch selber kein Spiel programmiert habe, aber da ich viel mit Swift arbeite, also mit Apple für Apps für Apple zu programmieren, will ich dir das hier mal zeigen. Ich habe hier Folgendes programmiert. Hier sehen wir wieder dieses, also das ist jetzt die Programmiersprache Swift, aber von der Logik von diesem if-else und alles, was ich, diese ganze Syntax, ist das in anderen Programmiersprachen nicht anders. Und hier haben wir eben Swift, das sieht ein bisschen anders aus, aber wie gesagt, von der Logik ist genau das gleiche. Hier steht jetzt false addPoint, das ist eine Methode, die jetzt überprüft, ob der User auf diesen Sound-Off-Button drückt. Und wenn der das macht, dann habe ich gesagt, okay, dann will ich, dass du den Sound ausmachst. Ja, ich starte mal die App und ich zeige dir mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist halt zu verstehen, nur diese Logik. Falls diese Bedingung eben wahr oder false wird, dann passiert eben das Zeug im Anweisungsblock oder eben nicht. Ansonsten können wir halt mit diesem else diese Alternativbedingung anbieten. So, und das ist jetzt halt diese App, die ich da mit Swift mache. Und hier ist dieser Button jetzt für die Musik ausmachen. Und jetzt haben wir hier halt dieses, falls ich hier auf diesen Button aufdrücke, das ist bei mir hier der rote, zack, ist die Musik aus. Also es geht wirklich um diese Logik zu verstehen, dass hier steht falls und dann steht hier immer diese Bedingung. Ja, in Java sieht das halt ein bisschen anders aus. Hier steht nichts anderes wie falls. Die Bedingung wird halt hier nur in diesen Klammern angegeben. Und hier drin könnte man dann hinschreiben, falls welche Bedingung der User auf den Button drückt, dann geh in diesen Anweisungsblock und mach mir die Musik aus. Ja, das war es jetzt mal zu if-else und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video.